Leo, hast du einen Pick dabei? Ja, ich habe unentschuldigt gepickt diese Woche. Puh. Aber ein Pick, den wir durchaus schon mal hatten, sei erwähnt wegen eines schönen Updates, was vor ein paar Wochen irgendwann mal kam. Nämlich Ulysses, eine Schreib-App, Texteditor für Mac wie iOS. Und vor allem die Mac-Version hat ein paar nette Neuigkeiten abbekommen, vor allem, also zumindest wenn man viel schreibt und das für einen von Wert ist, hatten sie bis jetzt ja schon Schreibziele drin. Also du konntest einfach sagen, der Text oder dieses Blatt oder der Artikel oder was auch immer, an was man schreibt, Buch, keine Ahnung, soll halt. Aha, so, das ist doch ein Spoiler. Nein, es ist garantiert kein FSC Spoiler. Das Buch. Ja, ja, ja. soll so und so viel Zeichen, Wörter, whatever, so die bevorzugte. Wie viele wird es denn haben, wie viele Zeichen? Bevorzugte Einheit ist. Ich würde es lesen. Ja, ich auch. Ist, und das kann man festlegen an dieser Stelle. Und das konnte man schon vorher. Und jetzt mit dem Update kann man auch noch einen Termin, Deadline. Was fällt das Deutsche? Gibt es ein deutsches Wort für Deadline? Ein Abgabetermin. Ja. Also auf jeden Fall den Termin, bis zu dem man die Zahl der Wörter oder Zeichen oder was man eben eingestellt hat, geschrieben haben sollte. Und kann Tagesziele festlegen und kriegt auch für seine gruppierten Blätter bekommt man eine Ansicht, wie viel man denn so im Durchschnitt pro Tag geschrieben hat, ob das dem jeweiligen Ziel entspricht. Und auch, also so ein kleine Statistikeinsicht ist jetzt vielleicht, ist jetzt nicht das brennend Wichtigste, aber es ist so ganz nett. Haben wir uns nicht neulich darüber unterhalten, ob man sich so selbst betrügen kann? Also so auch so mit wir wollen Ringe schließen, dann machen wir einfach den Outdoor-Walk und dann geht's schneller. Ja, in dem Fall musst du dann halt einfach die Zahl der Zeichen, die du dir vorgesetzt hast, halbieren und schon ist der Ring geschlossen. Sonst wird es schwierig, sich da selbst zu betrügen. Also ich meine, du kannst natürlich den Wert jederzeit nach unten anpassen. Das ist natürlich auch eine Option. Aber ich finde das ganz nett, weil da ist ja dann, sobald man dieses Ziel festgelegt hat, ist dann so als kleiner, eben auch in der Kreisform, ein kleiner Kreis, der sich dann schließt, ist in dem Blatt oder in dem Dokument, in dem man arbeitet, vermerkt. Und man sieht halt, wie man vorankommt, was ja sehr hilfreich sein kann, je nachdem, an was man da arbeitet oder schreibt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie als, wenn du das als für Code benutzt, ob das dann so sinnvoll ist. Aber wenn du es wirklich klassisch, also ich weiß nicht, ob du es da überhaupt einsetzen kannst oder willst, aber zum klassischen Schreiben ist es halt sehr schön. Und für kannst die, es für, ja. Für Dokumentation von Code kannst du es einsetzen. Ja, da hast du, also aber das so. Kannst du ja auch wieder unter vielleicht, ja, halbklassisches Schreiben schon setzen. Also, ja. Und wir haben irgendwie beim Syntax-Hervorhebung haben sie auch noch Zeug verbessert. Das sind Sachen, die für mich nicht so relevant sind, ja. Aber man kann den schon, kann den auch dafür einsetzen, wenn man möchte. Also ich finde, Ulysses ist einfach ein interessanterer Texteditoren, von denen es ja durchaus auch eine Reihe gibt für Mac und eben für iOS, iPhone, iPad. Und die sind ja auch letzten Jahr auf das Abo-Modell umgeschwenkt, was auch großes Bruhaha natürlich gab am Anfang. Aber ich habe den Eindruck, sie sind damit unterm Strich auch, wir haben das, glaube ich, damals auch breit diskutiert, ja. Aber ich glaube, sie sind unterm Strich auch gut, hoffe zumindest, dass sie damit gut gefahren sind. Muss mal kurz schauen, was der aktuelle Stand ist. Das kostet pro Monat 5 Euro oder 40 Euro pro Jahr kostet das. Abo ist übrigens auch eine von den Apps, die in Setup dabei sind. Ja, also man stolpert doch immer mal wieder. Also vielleicht auch eine der interessantesten Apps, die in Setup dabei sind, muss man dazu sagen. Wie viel kostet Setup? Setup kostet so ein Zehner ungefähr, also 10 Dollar im Monat. Das ist dann in Euro ein Tick mehr, glaube ich, weil noch die Umsatzsteuer draufkommt. Weiß den Umrechnungskurs gerade nicht genau. Aber plus minus 10, 11 Euro im Monat. Siri, wie viel kostet denn ein Dollar? Das ist 85 Cent. Siehst du mal? Siri, gibt's Nudeln? Gibt's, ich habe übrigens Siri, nur um darauf hinzuweisen, ich habe Siri nicht gefragt, okay, gibt's Nudeln? Ich habe das hier gefunden.
Was hast du denn gefragt? Ich setze Timer auf 10 Minuten, dann kam raus, gibt's Nudeln. Gute Frage, gute Gegenfrage. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Gibt's Nudeln? Und dann kam nur, als Ergebnis kam nur Vietnamesisch und Thailändisch. Also ich nichts gehe ich gerne essen. Aber gibt's Nudeln war jetzt nicht meine erste Assoziation. Also ich habe weiterhin nur den Wikipedia-Eintrag von Pasta und Nudelsorten von A bis Z. Aber das ist ja nicht schon so mal nicht falsch. Also ich habe hier auch nur Thai und China und Vietnam. Und da ist sogar einer angeblich gut, war ich aber noch nie. Wenn du aber fragst, gibt's Pasta, kommen auch nur die Vietnamesen. Wenn du sagst, gibt's Pizza, kommen Pizzaläden, in die du nicht reingehen solltest. ja, gut. Aber Pizzaläden sind halt echt eine heikle Angelegenheit, weil da gibt's einfach viele, in die man tatsächlich nicht reingehen sollte. Wenn du dagegen fragst, gibt's Burger, dann listet der eine Reihe von Läden, wo es Burger gibt, wo man auch vielleicht hingehen kann. Übersieht aber den, der wortwörtlich im Nachbarhaus ist. Okay, ist der aber so neu. Warte mal. Ist der denn in, also der wo ist kann auch nicht hier Burger essen? Ist denn dein Nachbarladen in Apple Maps inzwischen verzeichnet oder ist einfach Siri da? Ist der in Apple Maps? Standort Pasinger Bahnhofsplatz 5 ist. Wer? Welcher Laden? Am Bahnhofsplatz 5, Ankes Burger Laden oder sowas. Ja, ist okay. Ist der Laden in Apple Maps? Schauen wir mal. Ist aber auch nett, dass sie mir hier einfach nichts angezeigt hat. Also, danke. Aha, okay. Er ist natürlich nicht in Apple Maps eingetragen. Ja, gut. Naja, gut. Ja.